und 150 geschafft. Mainz ist seit einem halben Jahr Stadt der Wissenschaft. WLAN, Brunnen, Wissensparcours, Forschungsexpeditionen. In zahlreichen Ausstellungen und Projekten macht die Stadt Mainz als Wissenschaftsstandort auf sich aufmerksam. Nun nach 6 Monaten Zeit, eine Zwischenbilanz zu ziehen. Wie kommt die Stadt Mainz als Wissenschaftsstandort an? Und was denkt ihr Studenten darüber? Rabea Bieser und Stefanie Vogel haben für euch ein Meinungsbild. Mainz ist seit über einem halben Jahr Stadt der Wissenschaft. Zeit für eine erste Bilanz. Stadt und Wissenschaft sollten einander näher kommen. Doch haben die Studenten davon etwas mitbekommen? Wir haben nachgefragt. Wusstest du, dass Mainz Stadt der Wissenschaft ist? Ja. Hast du dir schon eine Veranstaltung angesehen? Nee. Wirst du dir eine anschauen? Kommt drauf an, um was es geht dann konkret. Aber informiert hast du dich darüber noch nicht? Nee. Ja. Habt ihr euch schon mal eine Veranstaltung angeguckt? Nein. Nein. Werdet ihr euch eine anschauen? Nein. Warum? Gibt keinen Grund. Mainz ist Stadt der Wissenschaft. Wusstest du das? Ja. Hast du dir schon irgendeine Veranstaltung angeguckt? Nein. Wirst du das noch tun? Vielleicht, wenn es was Tolles gibt und ich davon irgendwie höre. Im ersten Halbjahr haben die Studenten bereits einiges verpasst. Doch die nächsten Monate halten noch viele Angebote bereit. Wissenschaft zum Anfassen. Für jeden ist im Mainzer Wissenschaftsjahr etwas dabei. Ausstellungen, Führungen, Experimente und Workshops. Sie sehen, die Haut, das heilige Häuschen. Jetzt möchten Sie doch bestimmt wissen, was da dahinter steckt. Das können wir Ihnen alles haargenau erklären. Wissenschaft wird so für alle verständlich und erlebbar. Doch hinter der Stadt der Wissenschaft steckt noch mehr als nur reizvolle Events. Universitätspräsident Georg Krausch, Sprecher der Mainzer Wissenschaftsallianz, erzählt, was viele nicht wissen. Wir haben aber in der Bewerbung Wert darauf gelegt, dass wir nicht einfach nur Events machen, sondern dass wir nachhaltig wirklich für eine Verbesserung der Lebensbedingungen der Mainzerinnen und Mainzer etwas tun. 1,2 Millionen Euro stehen dem Projekt Stadt der Wissenschaft zur Verfügung. Davon werden auch langfristige Projekte gefördert. So erhalten Schulen mehr Unterstützung, um Schüler unabhängig von ihrem sozialen Hintergrund angemessen zu fördern. Viele kleine Projekte, die ich jetzt unmöglich alle aufzählen kann, die diesem Ziel dienen, dass sich die Stadt in eine richtige Richtung entwickelt. Also Bildungsgerechtigkeit für jeden und gute und zukunftsfähige Arbeitsplätze für jeden, der einen braucht. Eine richtige Zwischenbilanz zum Erfolg von Stadt der Wissenschaft kann nach einem halben Jahr noch nicht gezogen werden. Der Erfolg wird sich erst in ein paar Jahren zeigen. Wir haben eben viele kleine Schritte angestoßen, Netzwerke gebildet. Das ist ganz wichtig, dass einfach Menschen in Kontakt kommen, die voneinander profitieren können. Zurück zu den aktuellen Events des nächsten Halbjahres. Sind die Mainzer Studenten denn über das aktuelle Programm informiert? Nee, noch gar nichts. Nee, wir müssen ja selber sehr, sehr viel Wissenschaft betreiben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, was in nächster Zeit kommt. Ein Blick in das Programmheft hilft weiter. So ist beispielsweise in der Mainzer Innenstadt in den letzten 8 Wochen das Projekt Zeitfenster verwirklicht worden. Große, bunte Würfe laden an 8 Standorten mit 8 verschiedenen Themen zum Selbstentdecken ein. So werden die Bürger auf Mainzer Stadtgeschichte und Wissenschaft aufmerksam gemacht. So kommt Mainz dem großen Ziel von Stadt der Wissenschaft ein bisschen näher, nämlich Stadt, Leben und Wissenschaft miteinander zu verbinden.